Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, schön, dass ihr reinschaltet zu einer neuen Runde LS19, natürlich nordfriesischer Marsch hier und zwar immer noch im Schnee. Ja, langsam können wir nicht mehr sehen, aber wir haben ja noch gute Hoffnung, wir hatten beim letzten Mal reingeguckt, Seasons Wetterbericht sagt gutes Wetter für die Zukunft voraus und ja, wir hoffen natürlich mal, dass das Ganze auch eintrifft. Wir müssen erstmal wieder gucken, wer hat sich wo festgefahren, was fahren die durch die Gegend. Hackschnitzel, ab zu Zellstoff. Wir sind so ein bisschen angefangen, Produktionsstätten wieder ein bisschen besser zu versorgen, weil einige Produktionsstätten in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt worden sind. Oder halt wir einfach noch ein paar Rohstoffe nicht hingekarrt haben, die wir noch auf Lager haben. Und das würde ich jetzt auf jeden Fall in der heutigen Aufnahmesession mal ein bisschen fokussieren. Ne? 728. Folge haben wir heute. Das sind schon ein paar. Dann können wir losschicken, dann wird er die Zuckerrüben abgeben und macht sich dann wieder auf den Weg. Ja, dann müssen wir auch mal echt mal sehen, dass wir die ganzen Rübenschnitze hier verkaufen. Wobei eigentlich ist es auch so ein Thema, das kann man gut verkaufen, wenn die BGAs hier nichts mehr zu tun haben. Und danke natürlich wieder für Kommentare. Autodrive aktiviert und nicht Cosplay aktiviert. Dann kann das Ganze nicht so gut funktionieren. Das hört sich irgendwie logisch an. Ja, die Position, wo ich ihn jetzt eingestellt habe, ist auch nicht optimal. Also fangen wir nochmal hier neu an. Geben wir hier nochmal eine Chance und hoffen, dass er da noch ein bisschen was aus dem Silo rauskratzen kann. Weil wir müssen ja schon sagen, hier sind noch 2,4 Millionen. Da muss er noch, uns noch ein bisschen was rausholen hier. 73.000 sind da noch im Fermenter hier in der BGA drin. Das ist also gut, weil wir gerade so auf dem Weg sind. Ja, wir bräuchten nur mal eine Schneeschmelze, ne? Eine Schicht weniger Schnee. Das wäre von Vorteil. So, hier ist schon länger nichts mehr los. Ich glaube, auch bei dem war das Problem aktuell. Ein Kurs geladen. Dann müssen wir noch mal gucken. BGA Nord Silo 1 Radlader. Wird vorne auch eingestellt. Also die Schaufel ist eigentlich gut, ne? Hier sind jetzt noch, ein bisschen Schnee drin dürfte, 1,7 Millionen. Da hoffen wir einfach auch mal, dass er jetzt hier noch mal ein paar Schaufeln rausholt, ne? Bei den beiden Radladern. So, das ist der, der fährt wieder zurück, holt noch mehr Rübenschnitzel. Der hat natürlich auch überall Probleme mit seinem Hackschnitzel zu Zellstoff zu kommen. Ja, da mal so einen kleinen Schwung geben. Dann macht er sich auf den Weg, das ist gut. So, der Fischer. Was sagt der Fischer? Der Fischer sagt eigentlich, gib mir mal mehr Geschwindigkeit. So. Dann Feld 31 werden wir wahrscheinlich demnächst unser Zentrallager wieder draufsetzen, so wie es damals war. Aber da muss ich mich noch, also bin ich noch lange nicht so weit. Ich kann euch zwar präsentieren, schon als kleinen Spoiler sozusagen. Die zweite Lagerhalle ist in Arbeit, aber ist noch nicht getestet. Habe ich noch nicht geschafft. So, Produktionslager-Dinger hier. Lagerkühlhaus. Kühlhaus ist voll, ne? Also da geht rein später Rindfleisch, Lammfleisch, Schweinefleisch, Hühnchen, Wurst, Fisch, also Scholle, Heringe, Hummer, Krabben, Butter, Milch, Sahne, Joghurt, Quark, Frischkäse, Käse. War alles. Also, ne, die Halle ist voll. Kühlhaushalle. Genau, hier einen Hafen sozusagen irgendwo hin platzieren. Ja, also die Überlegung, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber schon natürlich die Überlegung zu sagen, dass wir ein Zentrallager machen und das würde heißen, ich bräuchte hier einen Bauplan, also einen Rolling-Bauplan, den man irgendwie platziert, wo man einfach nur, ich sag mal, Fundamente sieht, wo man die Hallen draufsetzen sollte, damit man nachher einen zentralen Ausgabepunkt hat. Es wird die Hallen aber auch im Einzel geben, weil das ist einfach wesentlich einfacher kann sein, dass ich dann irgendwann mal, oder ne, dass man damit erstmal an den Start geht oder mit beiden, ich weiß es noch nicht, ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Ich denke auch, da lasst ihr mir noch ein bisschen Zeit. Morgen so nach dem Motto, das wird noch dauern. Also diesen Donnerstag safe ist noch nicht fertig, nächsten Donnerstag steht noch ein bisschen in den Stern.
Den Donnerstag danach ist wahrscheinlicher. So, also 2 Wochen circa. Müssen wir mal gucken, weil ich wollte auch ein bisschen mehr spielen. Ihr habt es ja gesehen, Gold Rush Game. Eigentlich heute Abend, wenn es klappt, heute Abend der 2. Livestream. Freue mich natürlich riesig, dass so viele Leute im 1. Livestream schon dabei waren. Letztens am Sonntagabend haben wir gestreamt. Vielleicht finden noch heute Abend natürlich ein paar Leute Zeit bei Gold Rush the Game wieder reingucken. Da wollen wir heute Abend ein paar Probebohrungen machen und gucken, wo das Gold sich auf unserem Claim versteckt. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch ganz interessant, da mal zuzuschauen. Und einige freuen mich natürlich sowieso, euch auch heute Abend begrüßen zu dürfen. Schnitzel, Leerpalette, ja, Leerpalette. Leerpalette fällt mir ein. Sägewerk besuchen. Und sagen, Sägewerk, du musst aktuell nicht unbedingt alles herstellen. Achso, das hat er gespeichert. Nice. Ich hätte gedacht, er ist jetzt wieder auf aktiv überall. Ist er nicht. Er produziert nur Leerpalette, weil davon brauchen wir ein bisschen mehr. Die Sand- und Erdetransporter sind auch noch so 2 Geschichten. Der hängt auf jeden Fall auch hier schön fest. Jetzt Platz. Wo ist der Erdefahrer? Ich glaube, hier wollten wir noch mal eine Ladung Gülle abholen. Und wir wollten auch echt aufrüsten. Ne? Ich möchte auch, ja. Eigentlich bräuchten wir hier auch eine große Geschichte. Ein LKW und noch ein Fass. Weil für Milch, für Wasser, für Gülle. Wir werden hier beim Rinderhof auch mal regelmäßig was transportieren müssen. Da stößt er doch ein bisschen an seine Grenzen. Wobei natürlich ein sauber eingerichteter Autodrive das auch alles managen kann. So, und dann habe ich noch eine kleine Änderung schon mal vorgenommen, weil ich das Kühlhaus, habt ihr ja gerade eben gesehen, bin ich schon angefangen zu testen. Ich habe es noch nicht fertig getestet. Ich brauche ja alle Produkte sozusagen, die man da einlagern kann. Einmal, um sie in die Regale, also um ihn abzugeben und zu schauen, dass eine Palette im Regal spawnt. Ja, Display-Anzeige an der richtigen Stelle aufleuchtet sozusagen und dementsprechend, dass man, wenn man sie auslagert, die auch wieder rausbekommt in der richtigen Form, in der richtigen Optik. Und deswegen muss ich da ein bisschen testen. Und da ist mir eben auch aufgefallen, ich weiß nicht warum, in irgendeinem, vielleicht liegt es am Global Company Update, ich weiß nicht, war es echt schwierig, hier an der richtigen Stelle das richtige Tier abzugeben. Also bei mir hatte ich, also ich hatte auch regelmäßig Probleme beim Testen, dass es nicht funktioniert hat, dass ich leider nicht denn irgendwie hier Schafe oder Schweine loswerden konnte. Und ihr seht hier noch die Reste, es ist nämlich noch nicht fertig. Aber ich habe die jetzt einfach nur mal testweise verschoben. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier ist, ist unter Schnee versteckt. Also hier wird in Zukunft eine Abgabestelle sein. Vielleicht mache ich noch so einen Dekozaun rum, damit man das vielleicht auch sieht. Irgendwie sowas, ein Holzzaun oder sowas in der Art, muss ich mal gucken. Und hier die andere Sorte und der Chicken ist ein bisschen dafür weiter nach rechts abgedriftet sozusagen. Die Mülltonnen kommen dann vielleicht auch noch irgendwo anders hin. Aber so haben wir dann wesentlich schöner. Ne? Also hier ist ein Abgabepunkt, hier ist ein Abgabepunkt und hier ist einer und hier ist einer. So dass sie sich nicht mehr gegenseitig in die Quere kommen. Und ich glaube, so kann man perfekt Tiere dann hier auch abladen, ohne ja, dass es jedes Mal so ein Kampf ausartet oder dann halt die Meldung regelmäßig kommt, ich kann meine Tiere nicht abgeben. Es geht, aber es ist teilweise ganz, ganz friemelig. Das sind teilweise Millimeter, glaube ich, je nach Anhänger nur, die da tatsächlich ermöglichen, die Tiere abzugeben. Mit den Rindern war es am leichtesten, aber Schweine und Schafe, da musste ich auch echt kämpfen. Dann dachte ich, komm, was soll das denn? Ziehen wir das einfach ein bisschen auseinander. Können wir es auch schöner aufteilen und dann ist auch schick. Was wollten wir mit dem Wasser machen? Stall 2 könnten wir ein bisschen Wasser geben. Hab zwar aber eher Verflüssigdünger oder so gedacht, ne? Aber ist egal. So, ich war heute wieder den ganzen Tag draußen fleißig, deswegen leider im Kühlhaus nicht weitergemacht, also hier in den Mods. Da wird's ja nichts, denn ich habe einen neuen Wassertank gekriegt und den musste ich bei mir im Schuppen einbauen. Die alten Wassertanks hatte ich am Wochenende zersägt in 2 Teile, damit ich sie ins Auto kriege.
Und jetzt einen größeren neuen Wassertank mit, ich glaube, 650 Liter Kapazität im Schuppen. Bisschen tief runtergebuddelt, damit die Standhöhe passt. Und da über so ein, ja, läuft ein ganz normales Regenabwasserrohr mit so einer Drehfunktion in Anführungsstrichen, dass man dann da einstellen kann, ob er gefüllt werden soll oder nicht. Ist natürlich eine ganz normale hier Tauchpumpe drin, damit man das Ganze dann da rauspumpen kann. Aber das war schon ein ganz schöner Akt und ging ein paar Stunden bei Flöten und Rasen gemäht. Ja, gut, mal Zeit jetzt. Also das war echt, ist ein Kampf. Das erste Mal Rasen mähen, ich weiß, einige von euch werden das nachvollziehen können. Zumindest die, die auch einen Rasen haben, einen Garten haben. Der erste Schnitt ist echt schon krass, ne? Wenn das echt so wuchert über die ganze Zeit. Also gefühlt 5 Meter fahren, Fangkorb voll. Dass man nachher irgendwann keinen Bock mehr hat, Fangkorb abnimmt und dementsprechend dann irgendwie das Ganze auswirft. Aber auch da wurde Auswurf ständig verstopft, weil ist natürlich klar noch ein bisschen Feuchtigkeit drin gewesen. Aber ich denke, nochmal eine Woche warten, nochmal eine Woche warten, das wird ja gefühlt von Tag zu Tag schlimmer. Ne? Und es sind 2 Biotonnen voll gewesen und noch ein paar Ladungen habe ich also auch gestopft. Ne? Ein paar Ladungen habe ich dann da abgegeben. Und meine Idee war, heute wurde die Biotonne bei uns geleert. Also jetzt, wenn ihr die Folge seht, war es gestern. Die schnell voll zu knallen. Deswegen habe ich den Rasen in 2 Stücken gemäht. Also einmal hinterm Haus ein Stück, das habe ich am Samstag schon gemacht. Und vor dem Haus ein Stück, das habe ich jetzt gestern gemacht aus Videosicht. Ja, und ist schon echt krass viel, was dabei rumkommt. Aber froh, das Ganze jetzt einmal geschafft zu haben. Sozusagen Gartensaison kann starten. Ein paar Gartenmöbel habe ich schon aus dem Schuppen rausgeholt, wo der Wassertank eben, wo ich den eingebaut habe. Weil ansonsten kannst du ja nicht, auch nicht arbeiten. Wenn du da die ganze Zeit links, rechts an den Gartenmöbeln dich vorbei blängeln musst. Ja, der eine oder andere, wie gesagt, wird sich das Ganze vorstellen, nachvollziehen können, was auch immer. So, 14. Also das ist ganz gut, wenn man eine Zeit lang das Sägewerk wirklich nur auf Leerpalette fahren lassen, dann kommen die beiden Holzlieferanten easy hinterher. Was ich immer noch nicht gefunden habe, aber auch noch nicht so intensiv gesucht, ist der Erdeverteiler. Wie geht's unseren Gewächshäusern? Oh, guck mal, hier sind schon 4 Paletten. Aber hier könnte gut ein bisschen mehr Erde hin. Weil ich dachte, warum nicht, ne? Ein bisschen auffüllen. Mist ist halt, haben wir noch nicht ganz so viel. Wasser ist halt auch, macht Sinn, das überall nochmal aufzufüllen. Ja, und dafür, wie gesagt, ein schöner. Also. Die Molkerei ist nicht weit weg. Also auch da kann man natürlich mit dem Tanken Milch, Autodrive-Kurs machen, zack, zack, macht das von alleine. Also man muss nicht überall immer die größten Fahrzeuge und Geräte und so weiter haben, aber man neigt ja doch dazu, das bei vielen so zu haben. Einer darauf geachtet, wie viel Mist über die Nacht zusammengekommen ist. 6.000 immerhin. Hier wahrscheinlich ähnlich, ne? Hier ist er. Mit Erde. %25,3%. Ich glaube, ich sollte gleich mal übers Menü mal kurz mal gucken. Ich glaube, die Radlader sollen auch kaputt sein, ne? War das so? Ich glaube, ich erinnere mich an einen Kommentar, dass die Radlader die beste Zeit hinter sich haben. Also ziemlich verschlissen sind. Und das Geld, ich sag's gerne nochmal, bald, wenn der Schnee weg ist, werden wir hier ein bisschen gestalten. Ja, stecken wir wieder zurück. In Erde auffüllen. Falls auf gut Glück, einfach hier zu dem nächsten. Geht nicht schneller. Ne?
Wir können natürlich überlegen, wenn wir dann noch mehr Sterneproduktion draus machen wollen, einmal eine Ladung Flüssigdünger im großen Stil im Shop einkaufen. Oder wir können es auch in Tankplätzchen hier theoretisch, ne? Für Gift. Und davon tanken und in das hier reinschmeißen. Kein Getreide mehr, 36.000 Saatgut, aber immerhin fertig. Ich weiß nicht, warum da nicht automatische Baustelle springt. Was ist denn hier eigentlich? Molkerei? Die läuft gut. Oder ein Quark. Denn das sind alle so Geschichten, die man gut in den Zentrallager dann einlagern könnte und sich schöne Touren zusammenstellen. Da habe ich wieder Bock drauf. Die ist wahrscheinlich fertig mit Verarbeitung. Das ist aber auch ganz schön viel, hat sich gelabert hier. Rapsöl und Soja. Vor allem Rapsölpaletten. So, nochmal hin. Das 200.000 Liter Gülle hat das eine auch hier drin. Das ist viel. Müssen wir mal zu den Radladern gucken. Dann kommen wir schon tatsächlich schon hier fast zum Ende der heutigen Folge. So, noch mal ein bisschen Wasser für die Tiere. Nö. Bergschnitzel-Kollege hier. 0 Grad. Also ich hoffe und denke, dass wir in der nächsten Folge, es sei denn der Seasons-Wetterbericht, hat sich geändert. Das ist jetzt auf jeden Fall mal hier, ne? Jetzt kommt die Sonne raus und dann geht das aber auch zack, sollte das jetzt eigentlich schneller. Guck mal, plus 2 Grad. Jetzt geht's doch bergauf mit den Temperaturen. Ja, das ist auch eine schöne Beschäftigung zum Ende hin. Einmal alles mal kurz mal durchscrollen. Und da, wo er sagt, dass wir reparieren können, die auch zu reparieren, weil da wissen wir natürlich, die sind dann schon ganz schön abgenutzt. Nur ein Radlader, vielleicht sind aber auch die Schaufeln kaputt, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber auch viel Heile hier. Das, ja, genau. Ich glaube, so viele Gebäude haben wir schon, ne? In Produktionsstätten.
Sag mal so. Sag mal so, liebe Leute. Also. Da wollten wir Wasser hinbringen. Ist dann das erste, was wir morgen machen. Morgen Mittwoch. Ne? Morgen Mittwoch, der 18.3. Dieses Datum. Der andere weiß Bescheid. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, liebe Leute.